Ja, Leute, und damit heiße ich euch willkommen zurück zu Trainsim World 4. Diesmal wieder auf der Spessartbahn unterwegs. Jetzt wollte ich schon Mainterbahn sagen. Ja, ich würde jetzt sagen, wir quatschen gleich weiter, weil wir jetzt schon unser Signal bekommen haben, dass wir dann auch uns mal auf den Weg machen. Man sieht es schon, wir sind in einer 182, in einem Taurus. Man hört es vielleicht auch schon am Klang, es ist der von der Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Und naja, jetzt da wir uns ja schon so langsam bewegen, ich würde den mal so bei 100 kN, wenn ich das, ja, würde ich jetzt erstmal so lassen, dass wir auf 50 kommen und dann weiterfahren. So, wir haben nämlich heute einen kleinen besonderen Zug. Und zwar fahren wir heute mit nicht nur einer 182, sondern mit einem Postzug. Oh, kann das sein, dass ich, ja, tatsächlich bin bei 45. Hier hin, ne? Dann sind das 60. So, jetzt aber. Also, wir sind mit einem Postzug unterwegs. Es gibt jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt ungefähr schon, für die Kielnswagen, die auf jeden Fall da hinter uns hängen, ein DHL-Repaint. Und das habe ich mir jetzt mal zur Gunst genommen, oder die Gunst der Stunde auch genutzt und mal einen Postzug jetzt erstellt, auch mit einer, ja, jetzt schon älteren Lok, ja, mit 182.009. 16 Wagen hängen hinten dran. Und ich habe mir das jetzt einfach mal ausgedacht als hoffentlich gutes Szenario, dass wir dann, was kommt uns hier jetzt entgegen? Habe ich jetzt gar nicht erkannt. Ja, auf jeden Fall als neuen Postzug im Maintal oder vielleicht auch Postzug Maintal. Ja, die 182er sind zwar schon jetzt lange nicht mehr im Güterverkehr unterwegs und sind jetzt bei DB Regio. Ich weiß jetzt nicht ungefähr. Ich weiß gar nicht mehr genau in welchem Jahr, aber ich kann mich noch gut dran erinnern, als die im Güterverkehr tätig waren. Und ich habe mir das jetzt dann einfach mal zum Nutzen hier gemacht, dass wir uns mit einem neuen Postzug, weil der Postverkehr bei der Bahn wurde ja damals im Mai irgendwann 97 eingestellt, dass ja keine Postzüge mehr existierten. Und dann gab es ja vom, also zumindest weiß ich, dass als Beitrag vom Eisenbahnkurier, dass in Berlin oder bei Berlin Großbeeren, glaube ich, hieß der Ort, dass da im Oktober 2021 eine neue Postzugverbindung unterwegs war oder an den Start gegangen ist und dann jetzt unterwegs ist. Und mit den Postzügen weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob es überhaupt, ich meine, es gab vorher auch schon Verbindungen, wo Postzüge gefahren wurden. Halt in den Containern, halt diese DHL-Container. Deswegen haben wir es jetzt auch gerade als DHL-Postzug hier. Ja. Man kann übrigens noch einmal kurz erwähnen, ich gehe jetzt mal davon aus, so ein Postzug, der ist mit 100 km/h, was wir hier haben, vollkommen ausreichend. Ich hätte jetzt auch 80 oder 90 sagen können, aber ich glaube nicht, dass man mit den geschlossenen Wagen wirklich so langsam fahren muss. Also ich glaube, 100 ist hier vollkommen ausreichend. Es ist auch, wie gesagt, jetzt hier im, ja, nicht im freien Spiel, aber halt im Fahrplan. Also ich habe den Zug jetzt einfach nur gespawnt. Und wir fahren dann jetzt nach Aschaffenburg aufs Nebengleis 201. Ja, die Fahrt wird ungefähr, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde gehen oder ein bisschen länger sogar. Und uns wird noch einiges entgegenkommen, da bin ich auch gespannt, was uns da so entgegenkommen wird an Lackierung oder Fahrzeugen, weil beim
Testversuch war es tatsächlich sehr bunt. Aber gut. Ja. Und jetzt, um mal wieder drauf zurückzukommen, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, vielleicht auch nochmal so ein, ja, jetzt halt als Postzug-Szenario nochmal was zu machen im Main, also, ja, ist ja Maintal, ich will immer Maintalbahn sagen. Auf der Main-Spessart-Bahn ist es ja so, dass wir jetzt schon auch lange nicht mehr waren. Das hat sich jetzt einfach so ein bisschen angeboten. Ich warte halt darauf, dass die 111 kommt. Ich meine, theoretisch, wenn das Video kommt, also erscheint, ist es auch heute, wo die Strecke Rosenheim-Salzburg kommt. Und dann werden natürlich auch dementsprechend ein paar 111er-Videos definitiv noch kommen. Das heißt aber auch, dass heute dann ja noch ein zusätzliches Video kommen wird von der 111. Nämlich, wenn das released wird, dann, dass wir uns wieder den Start anschauen. Also die Strecke, dass du immer diese Einleitung hast und dann auch. Ach, obwohl, das will ich glaube ich gar nicht machen, dass wir ein Szenario noch mit ihr spielen oder so. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie es zeitlich ist, weil das halt unter der Woche ist und dann habe ich jetzt allerdings nicht die Zeit und ich bekomme es ja nicht wie andere im Voraus, dass ich das schon einen Tag vorher spielen kann oder gegen mittags. Deswegen müssen wir da ein bisschen schauen, wie wir es machen, aber es kommt definitiv. Ansonsten käme es dann ja 3 Tage später als Video. Dann wahrscheinlich die nächsten Tage auch, weil da wird wohl sehr, sehr viel passieren. Gerade auch was Lackierung angeht mit der 111, da freue ich mich wirklich schon drauf. Aber gut, wir wollen jetzt erstmal nach Aschaffenburg fahren. Und ich dachte mir jetzt so, ich glaube die Zeit hier von Maintal, ja, also von der Main-Spessart-Bahn, ich glaube 2017 wurde die Spessart-Rampe stillgelegt, dass man dann durch diesen Tunnel gefahren ist. Ich weiß gar nicht, heißt der jetzt auch Spessart-Tunnel? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin halt in dieser Region eigentlich total ortsfremd und ich weiß dann halt nicht, wie die Tunnel heißen, wie Brücken heißen, wie auch. Ja, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass die Zeit mit dem Taurus hier, wir können ja nochmal, oder, oh, jetzt habe ich Taurus gesagt, mit der 182 hier, gerade auch als DHL Intercity ist es ja, dass es sich hier auch anbietet oder angebracht ist vielleicht noch zu der Zeit. Und selbst wenn sich was geändert hat, glaube ich nicht, dass es großartig große oder starke Unterschiede angibt. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, schauen wir sie uns an und genießen mal die Fahrt. An der Zahl. Da war gerade schön die Tastatur im Weg. Erstmal das Pock voll dagegen. Ich gehe mal ganz vorsichtig so hin. Ja. So, jetzt ist die Maus auch wieder in einem respektablen Abstand. So, da kommt uns diesmal eine 146 entgegen. Kam uns, glaube ich, so beim Testlauf kam die mir, glaube ich, gar nicht entgegen. Aber ich sehe schon, wir sind hier in Lohr. Müsste das ja jetzt sein. Ja, da hinten steht er nämlich. Oder kommt gerade angefahren? Nein, der müsste da ja stehen. Da haben wir nämlich auch pures Glück, da der Zug nämlich jetzt abfährt. Jetzt ja hier nochmal ein bisschen anschauen. Lohr Bahnhof. Und der DHL Intercity. So. Theoretisch müsste er jetzt auch abfahren. Ja, tatsächlich, er fährt auch ab. Okay, dann wollen wir mal erstmal schnell wieder in die Lok rein.
Ja, und ich würde jetzt sagen, es wird wohl hierfür gerade gut passen. So, als Postzug. Ich habe auch noch einen anderen Postzug erstellt. Also in dem Formation Designer. Nur den zeige ich dann auch, wenn das soweit ist. Ich warte auch noch auf die 111, damit man ja, ich sag mal, noch ein frühes Szenario bekommt. Man kann sich vielleicht schon denken, auf welcher Karte wir da spielen werden. Weil es ist noch, ich sag's mal, wirklich so die Deutsche Bundespost laut Lackierung und den Zug, den ich erstellt habe. Und man kann sich vielleicht schon denken, auf welcher Strecke wir dann fahren, vielleicht auch mit welchem Zugfahrzeug wir dann fahren. Ich sag's nur vorab, die 111 ist es nicht, weil die 111, darauf warte ich nur, dass ein bisschen KI-Verkehr mit drin ist. Und das dann dementsprechend auch mit den Lackierungen so ein bisschen dann an diese Zeit angelehnt ist. Vielleicht wird auf dieser Strecke dann auch eins kommen, vielleicht dann auch mit 111. Zusätzlich. Da kann man sich vielleicht auch schon ungefähr denken, welche Lackierung das sein wird. Für die 103 als Spoiler gibt es diese Lackierung schon und für die Intercity-Wagen auch. Aber da lasst euch erstmal überraschen. Wir sind jetzt, wenn ich das Video aufnehme, haben wir jetzt gerade Freitag. Am Dienstag kommt die Strecke raus. Von daher ist das jetzt erstmal nichts Relevantes. Und nächste Woche Freitag bin ich dann auch nicht da, habe auch keine Zeit zum Aufnehmen. Da müssen wir dann auch schauen, wie wir es irgendwie hinbekommen mit den Folgen, wie viel ich jetzt aufnehme, wie viel ich vorproduzieren werde, wie viel 111 drin sein wird. Also da wird es ein bisschen schwierig. Aber eigentlich müsste das soweit funktionieren. Wir hoffen mal. So, ein bisschen ist es auch vielleicht jetzt auf dieser Karte langweilig, weil man sieht jetzt, wir fahren nur 100, ja, 28 Kilometer ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Aber ich hoffe jetzt mal, dass wir so funktionieren, wie ich mir das auch erhoffe, weil erhofft habe. Auch bei unserem Endpunkt, das ist jetzt ein bisschen, naja, ausgedacht eher. Ich weiß nicht wieder, wie Aschaffenburg in echt aussieht an dem Güterbahnhof. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass wir das uns ein bisschen zurechtlügen können. Vielleicht ist da auch ein bisschen Wahrheit hinter. Ja, wie gesagt, ich komme nicht aus dieser Region, ich kenne die Region auch nicht. Aber das schauen wir erstmal. Es soll ja auch erstmal in dem Spiel egal sein. Hauptsache, du hast wirklich... Man muss es ja auch immer so sehen, Hauptsache du hast in dem Spiel Spaß, du hast mit dem Szenario, so wie jetzt, wir sind einfach im Fahrplanmodus, der Zug wurde gespawnt, wir fahren jetzt die Strecke, wir werden hoffentlich, wenn sich jetzt nichts ändert, durchgehend grün haben oder anders gesagt freie Fahrt haben und dann dürfte uns zumindest schon mal nichts betreffen, was Verkehrsbehinderung angeht oder in die Richtung. Ja, den Livestream vom, habe ich mir als Video angeschaut von der Bahnstrecke Rosenheim-Salzburg. Allerdings auch nur ein bisschen zum Teil, weil ich ja ein kleines Lieferproblem hatte und ich da dann mehr drauf fixiert war. Vielleicht gucke ich mir das dann nachher nochmal an oder auch morgen sogar. Ist auf jeden Fall bei den ersten Eindrücken, die ich gesehen habe und was ich so mitbekommen habe, das wird wohl echt eine sehr, sehr, sehr schöne Strecke. So, ein Güterzug. Ja, 185 will ich auch mal nochmal fahren. Da überlege ich mir aber nur, was genau... Obwohl, wir könnten... Ja, das... Ja, ich glaube, da werde ich mir noch was überlegen. Jetzt funktioniert es ja wieder mit den... Mods hier so langsam wieder bei mir. Ich hatte ja ein Problem mit diesen Translator-Coaches, dass du dann halt, sag ich jetzt mal, den ICE ankuppeln kannst und so weiter. Hatte der bei mir ein paar Probleme. Ich weiß jetzt auch nicht, warum genau. Aber die dürften jetzt wieder funktionieren.
Oder zumindest haben sie gerade wieder funktioniert. Hoffe ich mal, dass das jetzt auch nochmal so ist. Und da wird mir noch was einfallen. Also ich kann mir gut vorstellen, was wir machen können. Das Spiel muss aber nur mitmachen. Das ist dann das Hauptproblem. Aber gut, komm, wir gehen mal wieder ein bisschen raus und fliegen mal umher. Haben wir hier, ich weiß ja nicht, ich glaube gleich kommt Wiestal, müsste ja sein, wenn ich jetzt schon die 100 sehe und 110. Könnte Wiestal sein, ich weiß es nicht genau. Ich war hier jetzt schon sehr lange nicht mehr drauf. Welch ist er? Fahren wir mal ein bisschen weiter. Im Führerstand mit. Ja, und auch, was ich leider sehr oft gelesen habe, da will ich auch nichts Schlechtes drüber sagen. Das ist halt von jedem die Meinung. Auch, aber halt, ja, dass viele mit Train Sim World nicht zufrieden sind. Ich sag mal, als Train Sim World 4 rauskamen, viel zu teuer, keinerlei Verbesserung und sowas. Das ist halt einfach Schwachsinn. Das zeigt mir persönlich eigentlich schon, dass gewisse Leute nicht zum einen Teil nicht nachdenken können, aber zum anderen Teil auch nicht rechnen können, wenn man sich nämlich mal die Preise auch angeschaut hat und was du überhaupt an Inhalt alles dabei hast. Ja, und halt, ich sag mal, das bekannteste aus Train Sim World 4 war einfach dieses Lichtupdate, sage ich jetzt mal ganz grob, was man so richtig gesehen hat, auch mit Nebel und so, wie der Scheinwerfer den so geschienen hat. Und ich glaube, viele verstehen einfach nicht, dass das wirklich so viel Arbeit ist. Ich glaube auch so mit den Strecken, ja, es gibt Strecken, die finde ich selber auch überteuert. Oder ein bisschen zu teuer, wo ich so denke, na, früher waren die auch günstiger. Aber ganz ehrlich, dann kauft ihr doch entweder gar nicht oder nur, wenn sie im Rabatt sind. Ich habe die auch alle Strecken im Rabatt gekauft und habe, glaube ich, jetzt insgesamt seit Train Sim World 1 an auch jetzt schon bestimmt 5 oder 6 Strecken gespart. So. Also die praktisch für mich kostenlos waren, wenn du das ausrechnest von den Preisen her. Aber das ist halt von jedem selbst die Meinung. Ich wollte es jetzt auch nicht unbedingt anprangern, ich wollte es nur einmal erwähnen. Ich will da euch jetzt nicht sagen, hört auf damit oder so. Nein, ihr könnt es gerne schreiben. Aber beschwert euch auch nicht, wenn da irgendwie keine Antwort kommt oder wenn ihr vielleicht auch mal eine Antwort bekommt, die euch vielleicht nicht passt. Das ist halt, wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung. Ich genauso. Ich finde auch nicht alles unbedingt klasse. Aber das soll es erstmal sein. Das ist genau wie mit dem Formation Designer. Ich finde es toll, dass wir den jetzt endlich im, ja, ist ja Beta-Zustand haben. Ja, und ich weiß, Konsolenspieler haben den nicht. Ja, da kann ich kann es auch nachvollziehen, dass sie da ein bisschen, ich sag mal, jetzt freundlich jammern, weil klar, die wollen das auch ausprobieren. Das ist jetzt nichts Negatives. Ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Ich habe da auch drauf gewartet. Aber dann auch wieder, wenn du liest, oh, Formation Designer ist irgendwie kacke, du kannst damit nichts, also du kannst damit nicht arbeiten. Ist auch wieder jeder seine Meinung, aber für mich ist das so ein Jein. Also man kann mit dem arbeiten, das ist keine Frage. Und man sieht ja, was ich hier jetzt zum Beispiel für einen Zug gemacht habe. Wenn ihr die Liste sehen würdet, was ich sonst noch für Züge habe, wäre das auch wieder was ganz anderes. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ja, man kann mit dem nicht arbeiten, weil man nicht viele Möglichkeiten hat. Also man könnte eigentlich noch ein paar mehr Züge gestalten. Man könnte auch, was mich persönlich stört, dass einige Züge keine Lackierung haben. Also wenn du die zusammenstellen willst, weil so hätte ich zum Beispiel schon die mit den, ich sag jetzt mal ganz grob, Münsterland-Repaints,
dann hätte ich daraus schon drei Teiler gemacht. Und nicht die 40, 24, wenn so furchtbar lang sind. Deswegen, ich kann das nachvollziehen. Zugbeeinflussung. Aber wie gesagt, es ist halt, jeder hat seine Meinung, ja. Was ich nur nicht haben möchte, ist, wenn jemand meint, er könnte seine Meinung sagen und wenn jetzt irgendwer, ist jetzt egal, wer darauf antwortet oder so, dass hier dann irgendwie, ich sag mal, wie ein Krieg angezettelt wird in den Kommentaren, das möchte ich halt nicht. Da werde ich auch sofort konsequent sein, aber das müsste dann auch erstmal passieren. Ne, wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung, ist auch alles kein Thema, aber akzeptiert auch dann gefälligst, wenn irgendwer anderer Meinung ist. Das nur so am Rande nochmal, weil ich das jetzt schon auch in den letzten Videos davor in den Kommentaren gelesen habe. Zum Teil. Oder auch tatsächlich bei anderen Leuten in den Videos. Zugbeeinflussung. Deswegen nicht böse sein, nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Wenn ihr das zu sehr zu Herzen nehmt, dann seid ihr hier eigentlich schon falsch. Ja, es ist wirklich nur, ich sag jetzt mal, eine Bitte. Aber durch das Quatschen habe ich jetzt erst selber gesehen, dass wir schon bei 16 Kilometer sind und schon auch in Heigenbrücken angekommen sind. Das werden wir uns nicht entgehen lassen. Komm, wir gehen mal hier. Wir sind jetzt so ein Opa, der eigentlich Tauben füttern will, aber hier den Zug vorbeikommen sieht. Ja. Ist halt echt schon cool. Also auch hier, ach, wenn die Troller da jetzt nicht stehen würde, ne? Also rüber gucken kann man ja jetzt nicht. Guck mal, der Hitman ist auch da. Oh. Toll. Wenn das aus ist, siehst du gar nichts. Wenn das an ist, ist hier eine Atomexplosion. Das ist ja auch wunderbar. Aber diesmal muss ich drauf achten. Ich bin nämlich, glaube ich, bis Lauffach beim Testversuch die ganze Zeit mit 70 gefahren, weil ich nicht gesehen habe, dass man schon schneller fahren durfte. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Jetzt können wir ja von mir aus wieder ausmachen. So reicht das ja. Es ist übrigens auch schön zu sehen, weil wir da vielleicht nochmal auf die 111 zurückkommen können. Ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, wäre auch schön, wenn jetzt links neben uns eine 151 zum Beispiel stehen würde, als Schublock noch, die sich da verkrümmelt hat. Was bei der 111 zum Beispiel auch noch schön ist, also was mir persönlich gefällt, jetzt auch nicht allen wahrscheinlich, aber dass sie noch einen Scherenstromabnehmer hat. Dann kann man auch Ozeanblau-Beige, S-Bahn-Lackierung, Orientrot und alles weitere kann man dann super dafür verwenden. Und ich glaube fast alle Lackierungen, ach guck mal, da haben wir doch mal was Außergewöhnliches. War, glaube ich, Melissa. Die 143. Ja, und da finde ich halt, man kann die, ich glaube, fast alle Repaints kann man die verwenden. Ich weiß noch nicht, also mir würde jetzt eins definitiv einfallen, halt die Touristiklok von DB Gebrauchtzug. Die auf jeden Fall einen Einholmstromabnehmer hat und keinen Scherenstromabnehmer. Wäre jetzt aber auch nicht schlimm. Also ich würde es auch irgendwie begrüßen, wenn man da miete oder kaufe mich und dann DB Touristik, also hier den Touristikzug hat oder als Touristiklok. Man kann, glaube ich, mit der Lok schon sehr viel machen. Und dann, wenn man die noch im Formation Designer mit N-Wagen, also vielleicht auch Silberlinge dann, wären das ja
Die müsste ja eigentlich auch mit dem Karlsruher Kopf dadurch kompatibel sein. Also du müsstest ja eigentlich mit dem Steuerwagen voraus die Lok fahren können. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich meine, du kannst mit den Loks wirklich den Karlsruher Kopf noch verwenden. Und ich hoffe, das ist im Spiel dann auch möglich. Aber wie gesagt, das ist dann... wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr das ja gerne sonst in die Kommentare schreiben oder so. Und dann hat sich das auch. Popo auch mit den Kommentaren schreiben. Da wäre auch noch so eine... Ja, ich sag jetzt mal... Sache, die man erwähnen möchte. Ich meine, es gibt immer Pro und Contra. Ja, der... wie will man das jetzt am besten so beschreiben? Also, es gibt Leute, die sagen halt, ey, tolles Video. Und es gibt auch Leute, die sagen dann, ey, total beschissenes Video. Und ich meine jetzt, also ich bin kritikfähig. Das ist ja jetzt nicht das Thema, was ich ansprechen möchte. Es geht mir nur darum, wenn du jetzt zum Beispiel das Video schaust, du sagst jetzt, oh, das gefällt mir nicht. Von mir aus... Lass ein Dislike da und hau einfach ab und komm nie wieder, wenn du wirklich... Also ich habe es auch schon gelesen, dass viele, ich sag mal... Also ich habe so das Gefühl, eigentlich bewusst machen, dass die bewusst Dislike, oh, gefällt mir nicht, du bist kacke und... Ja, ja, ganz ehrlich, dann geht doch einfach. Also es ist wirklich an alle so, wenn euch die Videos mal nicht gefallen, okay... Klar, kann ich auch verstehen. Ich bin auch nicht so begeistert von jedem Video, was ich hier aufnehme. Also es gibt auch schönere Szenarien, die ich mir vorstellen könnte. Aber halt jetzt wirklich, ja, jeder, der was Positives schreibt, ist ja auch alles gut. Jeder, der was Negatives schreibt, ist auch alles gut. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, mach, ich sag mal, mach keine Videos, das Video ist doof und das stört mich und das stört mich und mach doch mal... irgendwie was anderes, mach mal, keine Ahnung, Schatten aus oder so, irgendwie in die Richtung. Ja, ganz ehrlich, dann geh doch einfach, wenn es dir nicht passt. Das ist dann auch nochmal so, was ich erwähnen möchte. Es ist hier jeder zwar willkommen, auch wenn hier nur Simulation jetzt erstmal ist, es wird ja noch anderes kommen, also wir sind ja auch bei Survival Games, Minecraft war ja die erste Staffel damals, Long Dark war ja noch, Horror Games sollen jetzt auch eigentlich mal so langsam kommen. Da habe ich mir auch ein Konzept überlegt. Und das müsste dann auch soweit ganz gut funktionieren. Dann ist zwar klar, viele wollen dann jetzt hier die Zugsimulation schauen. Vielleicht wollen die anderen dann Survival schauen oder halt auch den Horror da. Das ist, wie gesagt, das ist ein Kanal, der alles macht. Ihr müsst nicht alles schauen. Aber wenn euch da irgendein Thema interessiert, dann könnt ihr von mir aus gerne dabei bleiben und nicht direkt dann deabonnieren, weil der hat jetzt vielleicht mal ein Horrorgame hochgeladen danach. Also sowas jetzt nicht. Also es wird alles kommen. Aber das würde ich dann auch noch auf der Internetseite angeben. Die muss ich auch nochmal ein bisschen überarbeiten, weil ich da jetzt auch nicht so ganz zukam. Aber dann ist die auch wieder etwas aktueller. Dann solltet ihr auch drauf schauen. Die ist, meine ich, in der Beschreibung verlinkt. Wenn ich das gemacht habe. Google Sites ist das, glaube ich. Das ist dann mehr so, ich sag mal, der Videotext für euch. Also was so eigentlich ankommen soll. Was ich geplant habe. Der Stand ist jetzt schon etwas älter. Der ist auch nicht mehr so aktuell. Aber könnt ihr gerne mal reinschauen. Und gleich sind wir tatsächlich schon in Aschaffenburg auf dem Nebengleis und ich habe gebabbelt und muss gleich erstmal wieder trinken. Also wunderbar, ich liebe es. Das aber nur als kleine Anmerkung noch nebenbei, weil ich manchmal so das Gefühl habe, ganz viele verstehen es auch nicht. Und das muss man dann auch, sag ich mal, loswerden halt mit euch, weil
nützt nichts, wenn ich das irgendjemand anders sage, der damit nichts zu tun hat. Deswegen. Und das übrigens auch, macht das bitte bei keinem anderen YouTuber genauso. Oder wen, den ihr selbst gerne schaut. Ich schaue auch sehr viele Trainsim-World-Videos bei anderen Leuten. Und wenn sie mir nicht gefallen, gefallen sie mir nicht, aber ich, also hört da bitte auch auf, den Leuten Hasskommentaren zu schreiben, wenn da was sein sollte. Das kommt halt nicht gut an. Und ist auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen schädigend auch für einen, wenn man das so... Manchmal hat man das Gefühl, man ist nur von Idioten umgeben. Aber das ist eher, glaube ich, noch ein anderer Fall hier. Ich meine, wir können es auch ganz klassisch vielleicht noch machen. Ach nee, geht ja hier gar nicht. Ich wollte gerade... Ja, hier, da ist die Tür, die sogar offen ist. So, dann würde ich jetzt schon mal vorsichtig auf die 60 runtergehen. Zugbeeinflussung. Ich weiß auch nicht, warum PZB und LZB eigentlich hier so gar nicht funktionieren, weil die haben zwar beide geläutet, also dass die aktiv sind, nur irgendwie, also LZB ist wohl aktiv, aber PZB nicht. Finde ich jetzt auch etwas beklemmend. Ist jetzt nicht schön. Aber gut, dann weiß ich wenigstens, dass keine Zwangsbremsung kommt. Obwohl bei den anderen Videos jetzt in letzter Zeit auch keine war. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so war. Oh, da könnte man tatsächlich noch zum Schluss erwähnen. Für euch ist das hier zum Beispiel ein Video, was jetzt vielleicht, wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue, 35 Minuten geht, so um den Dreh. Circa ungefähr so 35 Minuten. Für mich ist das aber, um das alles zu schneiden, auf Lautstärke zu bringen und so weiter, hochzuladen auch, sind das mehrere Stunden. Lass es ruhig 2 Stunden sein. Und das ist Arbeit, die dahinter steckt. Man meint es immer nur, das sei locker easy, funktioniert das alles. Nein, es ist wirklich Arbeit, die dahinter steckt. Es ist auch, was ihr immer bedenken müsst, es ist Freizeit. Es ist kein Beruf hier bei mir, es ist wirklich ein Hobby, es ist Freizeit. Ja. Es ist wirklich meine Freizeit, die ich... Oh, das klingt jetzt hart, wenn ich das für euch raube, aber... ja, anders gesagt, wo ich mich wirklich ransitze und da wirklich auch was aufnehmen will. Also jetzt, heute bin ich wieder so richtig... motiviert, sage ich jetzt mal, was aufzunehmen. Dass wir auch was aufnehmen. Weil dass ich auch viel aufnehmen, kommt drauf an, wie viel ich aufnehmen muss, für wie viele Tage noch. Ja. Also es gab Tage, wo wir im Dezember, sage ich jetzt mal, das Problem hatten. Türfreigabe. So. Türfreigabe. Türfreigabe. Ja, ungefähr hier. Ungefähr hier soll er stehen bleiben. Genau. So, Ziel erfüllt. Genau. Ich weiß jetzt nicht, was du davor hast, aber okay. So, ja, ein bisschen. Ein bisschen, ja, ja. Ja, hier lösen wir dann ab. Dann fährt der Kollege halt weiter. Das kann man ja, ne? Ist hier nicht so trampelfahrtmäßig, so ein bisschen. Ach ja, klar. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, hier weiß ich halt nicht, weil hier sind Parkplätze. Ich weiß nicht, wie ist man hier drauf gekommen. Also das... Deswegen meinte ich, ich bin hier ein bisschen ortsfremd. Noch guck mal. Rollen wir ein bisschen und jetzt stehen wir wieder. Gut. Ja, das... Naja, hier lösen wir auf jeden Fall ab. Das war's dann auch mit diesem Video. Also... Was ich halt noch erwähnen wollte, als wir Dezember hatten mit den Videos aufnehmen, es war ja Starkregen und wir hatten auch Probleme im Keller dann dadurch. Und also ihr müsst dann halt daran denken, ich habe mich wirklich hier trotzdem rangesetzt, irgendwann nachts sogar.
und habe für euch aufgenommen. Also das ist halt wirklich so, ihr meint vielleicht immer nur, das ist ein Video, was mal so eben schnell gemacht wurde, aber nein, das leider nicht. Aber gut, Leute, na, jetzt würde ich erstmal sagen, das war's mit dieser Fahrt. Ach, wenn es euch gefallen hat, das Übliche, lasst gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich riesig freuen. Das würde auch den Kanal dadurch natürlich unterstützen. Durch die Reichweite dann, dass das Video auch mehr vorgeschlagen wird und so weiter. Aber das wird sich dann, glaube ich, auch mit den, wenn die Horror Games kommen und so weiter. Und die anderen Survival Games vielleicht auch. Das wird sich dann wahrscheinlich ändern. Dadurch, aber egal. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, was dann ja theoretisch heute Abend wäre. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann nachher. Und bis dahin, allzeit gute Fahrt und ciao.